Was ist eigentlich, wenn jemand nicht möchte, dass ich die Polizei rufe, ich es aber trotzdem tue? Wir klären es in diesen Nutzerfragen. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Es ist mal wieder Sonntag. Zeit für eure Nutzerfragen, die ich hier jeden Sonntag beantworte. Erste Frage kommt von Abrissbirne66. Er fragt: Muss man in einem öffentlichen YouTube-Video Autokennzeichen unkenntlich machen? In der Regel nein. Wenn also ein Auto durchs Bild fährt, ein Kennzeichen drauf ist, müsstet ihr das nicht unkenntlich machen. In dem Moment, wo ihr allerdings gezielt eine Person an verschiedenen Orten zeigt und immer wieder das gleiche Kennzeichen, dann sehe ich das schon etwas kritischer. Dann könnte das ein Datenschutzverstoß sein. Dann sollte man besser unkenntlich machen. Er hat noch eine weitere Frage, ganz unabhängig davon. 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers verfallen ja die Urheberrechte. Aber wie sieht es mit einer Band aus? Müssen alle Bandmitglieder dann schon so lange tot sein oder gibt es immer nur einen Urheber? Nein, es müssen alle Bandmitglieder 70 Jahre tot sein, denn solange es nur noch einen gibt, der noch keine 70 Jahre verstorben ist, ist es so, dass dann der Erbe diesesjenigen, wenn der zum Beispiel nur 50 Jahre tot ist, das letzte Bandmitglied sagen kann: Nö, ich möchte nicht, dass du das jetzt, dieses Musikstück auf deiner Seite verwendest. Tatsächlich haben dann in der Regel alle Bandmitglieder die Urheberschaft und können dann auch bestimmen. Nächste Frage kommt von JBS231. Er sagt, bezieht sich auf Nutzerfragen von einiger Zeit zuvor. Da ging es darum, wann muss man die Polizei rufen. Er sagt, wenn ich sehe, wie jemand angegriffen wird und das Opfer nicht möchte, dass ich die Polizei rufe, ich aber trotzdem die Polizei rufen möchte, weil ich es für verantwortungslos halte, das nicht zu tun, kann ich dann verklagt werden, weil ich dem Opfer die Polizei aufgezwungen habe? Nein, in der Regel nicht. Wenn da sich wirklich zwei kloppen, dann musst du nicht tatenlos zusehen und sagen, sollen die sich doch die Köpfe einschlagen, insbesondere wenn sie keine Hilfe wollen. Die Polizei wird dann schon zusehen, dass da nicht möglicherweise noch andere Leute gefährdet werden, wird auch die beiden Streithähne dann möglicherweise auseinanderreißen. Dir kann, so wie du es hier beschreibst, jedenfalls kein Vorwurf gemacht werden. Und ich würde auch nur dazu raten, dann Polizei rufen, wenn man so will, kann man die ja theoretisch auch anonym rufen, wenn einem das zu heikel ist. Aber hier kann jedenfalls nichts passieren, weil man eben die Polizei aufgezwungen hat. Das waren coole Nutzerfragen. Die könnt ihr unter dem Hashtag FragWBS auch überall in die sozialen Netzwerke posten. Wir finden die, gucken die am bestbewertetsten raus und werden die schon vielleicht nächste Woche Sonntag hier auf dem Kanal wieder beantworten. Falls euch das gefallen hat, dann bitte Daumen hoch, abonniert den Kanal. Tschüss und bis dahin.